Die C14-Methode ist das Thema. Und dass dieser ganze Kernzerfall, dieser spontane Kernzerfall auch einen Nutzen hat, werde ich jetzt aufzeigen. Es gibt von Kohlenstoff, deswegen das C, gibt es das natürliche Element, welches wir kennen. Es hat 6 Protonen, 6 Neutronen, macht insgesamt eine Massezahl von 12. Und es gibt das sogenannte C14, und jetzt schreiben wir, wenn wir C14 sagen, schreiben wir die 14, die Massezahl da oben hin. Und zwar kommt dieses Isotop hier, C14, und jetzt schreibe ich mal das Verhältnis drunter, in der Natur ganz normal vor, aber im Verhältnis von 10 hoch 12 zu 1 Atom. Das ist das natürliche Verhältnis, welches in der Natur überall ist. Das heißt, überall sind sozusagen kleine Radiostrahler. Wenn ich jetzt 10 hoch 12, das ist richtig viel Atome habe, muss ich damit rechnen, dass dazwischen ein C14-Atom ist. Dieses Ding hier ist radioaktiv, ist aber für uns nicht weiter gefährlich. Damit leben wir schon seit, Jahrmillionen. Und jedes Lebewesen nimmt dieses C14 auch mit auf. Jetzt habe ich noch eins unterschlagen. Wo besteht dieses Verhältnis? Dieses Verhältnis hier von den Kohlenstoffisotopen ist in der Atmosphäre. Das ist das Verrückte. Und jetzt kommt die große Frage: Wie nehmen wir das auf und wie scheiden wir es aus? Das diskutieren wir mal durch. Also, wir Lebewesen, auch überhaupt alle Lebewesen, nehmen das also aus der Atmosphäre per Atmung auf, beziehungsweise atmen es auch wieder als Kohlendioxid aus. Jetzt kommt das Verrückte an der C14-Methode. Was ist denn, wenn ein Lebewesen stirbt? Diskutieren wir das mal. Ja, so einfach wie es klingt, wenn wir jetzt einen Menschen, ich mach's mal ein bisschen trauriger, wir lassen einen Menschen sterben, besser gesagt, Entschuldigung, ein Mensch ist gestorben und das ist Ötzi und der wird eingeeist. Dann kann man von Folgendem ausgehen: Ötzi hat danach nicht mehr geatmet und demzufolge war am Tage seines Todes ab da zerfielen weitere von den C14-Isotopen in ihm. Das heißt, nach einer gewissen Anzahl von Jahren strahlte Ötzi nicht mehr so doll, denn es waren immer mehr von Tag zu Tag C14-Isotope zerfallen. Ötzi selber, tja, wie alt ist er? Und jetzt kam die C14-Methode, denn jetzt kommt eine andere schicke Eigenschaft: T1/2, Halbwertszeit, ist 5730 Jahre. Und was brauche ich jetzt bloß zu machen? Ich gucke mir ein Lebewesen an und sage, wenn ich ein Mol Kohlenstoffatome zusammenfasse, also ein Mol C, da ist auch C14 mit drin, dann hat das eine Radioaktivität von 2,7 Becquerel. Und jetzt habe ich eine Möglichkeit. Wenn ich sage, dieses Mol nach 5730 Jahren, 5730 Jahren angucke, dann hat mein Mol Kohlenstoff, auch wenn es noch da ist, nur noch die Hälfte, nämlich 1,35 Becquerel Aktivität. Ich brauche also lediglich die Radioaktivität zu messen, das heißt die Zerfälle pro Sekunde auf dieses Mol Kohlenstoff zu beziehen und sage, okay, jetzt messe ich mal und sage, jetzt nehmen wir mal an, zufälligerweise 5730 Jahre werden vergangen, dieses Mol strahlt bloß noch mit 1,35 Becquerel, ja, dann muss Ötzi 5730 Jahre alt geworden sein. Und ich kann jede beliebige Zahl dazwischen natürlich auch nehmen und das kann man umrechnen und das macht man mit Logarithmieren. Das kommt dann in der nächsten Klasse in Mathe dran. Schnell mal, was der Logarithmus ist. Wenn ich sage 2 hoch 3 ist gleich 8, dann ist das hier, das ist jetzt mathematisch nicht ganz korrekt, das ist der sogenannte Logarithmus, die Hochzahl also. Ich sage sonst Exponent dazu, aber wenn ich es anders ausdrücke, ist das der Logarithmus.
Und anders ausgedrückt hieße das, der Logarithmus zur Basis 2 von 8 ist gleich 3. So schreibt man das dann. Aber das ist jetzt Zukunftsmusik. Und anhand dieses Exponenten kann ich bestimmen, wie viele Jahre Zerfall schon bestanden haben, wenn ich die Aktivität messe. Dieses Verhältnis, wovon ich sprach hier, diese 10 hoch 12 zu 1, dieses Verhältnis in der Atmosphäre wird stets konstant gehalten. Und zwar, jetzt haben wir das gerade erarbeitet, dieses Verhältnis ist gleich konstant. Aber woher? Und jetzt haben wir Folgendes ermittelt, das haben wir mal erraten, und das ist tatsächlich so. Die Sonne strahlt ständig ionisierende Strahlung aus. Diese ionisierende Strahlung trifft natürlich auch auf die Erde, aber auf die Atmosphäre der Erde. So, und glücklicherweise hält die Atmosphäre die schlimmste und die meiste Radioaktivität von uns fern, die die Sonne ausstrahlt. Und jetzt passiert in der Atmosphäre Folgendes. Hier werden Neutronen ausgesandt. Es fliegen also auch Neutronen, klein n, ich schreibe mal Neutronen dran. Die werden von der Sonne ausgesandt und die treffen, und jetzt schreibe ich mal die Gleichung gleich rauf, auf Stickstoff. Dazu ein Neutron, und dieses Neutron macht daraus dieses C14 und ein Proton. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, das werden wir nochmal schnell durchdiskutieren, denn diese Art der Strahlung haben wir bisher so noch nicht kennengelernt. Ich mache mal Pause. Wir stellen uns jetzt mal bildlich vor, hier kommt dieses Neutron angeflogen, das hier, das ist dieses Neutron, das meinte ich damit. Dieses Neutron hier, das kommt hier angeflattert, hier habe ich einen normalen Stickstoffkern, die grünen sollen Neutronen sein, ich mache das extra mal ein bisschen größer. Und jetzt habe ich den Kern fast genauso, aber Achtung, es kommt ein, das mache ich jetzt mal größer, Neutron dazu, und dafür muss ich sagen, hoffentlich kriege ich das eine weg. Also, dafür fliegt jetzt hier ein Proton davon und alles andere ist sonst so geblieben. Ich hoffe, dass ich jetzt die richtige Anzahl habe und dann stimmt das wieder. Jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, jawohl, passt. Und dieses eine Proton, das flattert praktisch davon. So, jetzt stimmt der ganze Laden wieder und ich habe jetzt ersatzweise hier, das wäre mein C14. Das hier soll C14 sein und das war Stickstoff. So kann man sich's vorstellen. Gut, jetzt haben wir den Rest auch noch geklärt, Neutronenbombe und tralala. Wir hören an der Stelle erstmal auf.